Und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 7 Biohazard. Ich glaube, der mittlerweile schon 21. Folge. Und ich würde sagen, wir haben in der letzten Folge den Code bekommen. Oder was heißt bekommen? Ich denke mal, das ist der Code. Und den gehen wir jetzt hier mal ein. Das ist die 1408 gewesen. 1408. Würde mich interessieren, jetzt haben wir die 1408, wenn wir jetzt New Game Plus machen und diesen Code hier gleich eingeben, ob wir uns dann das ganze Ding da ersparen können oder eben nicht. Das würde mich sehr interessieren. Okay, gehen wir ein. Open. Hallo, Kumpel! Das ist ein Test meiner Fähigkeiten! Also nicht schummeln! Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg! Was? Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg! Was will der von mir? Oh, ich will es eigentlich gar nicht wegpacken. Okay, ich muss es wegpacken. Ich bin komplett hilflos jetzt. Oh mein Gott. Okay, das gleiche Spiel haben wir vorher in dem Videotape schon gemacht. Und ich denke mir, dass jetzt hier das gar nicht mehr so schlimm sein sollte, wenn ich dann noch alles so weiß, wie es vorher war. Okay. Ich schon mal aus. Hier den müssten wir eigentlich noch wissen. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder im Gebäude. Okay, ist die eingerissene Mauer. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich brauche aber auf jeden Fall diese blöde Kurbel da. Okay, machen wir das mal. Das war jetzt hier einmal die. Einmal das und einmal das Baby. Okay, dann haben wir das da. Strohpuppe. Dann geht das wieder an. Genau, dann machen wir die Kerze an. Okay. Das Passwort war auf jeden Fall Loser. Das müssen wir wahrscheinlich nicht mehr machen. Das haben wir ja schon. Okay, mal die Kurbel. Sehr gut, und nun haben wir uns alles gespart. Ja, okay, alles klar. Mal die Kurbel rein. So, okay, machen wir die Kerze an. Birthday, you. Okay, packen wir es mal da rein.
Okay. Die war für dich vorgesehen, verdammt nochmal! Weiß nicht, ob ich hier durchgehen kann, wegen dem. Es brennt ja alles. Okay. Die Serie. Kopf, okay. Endlich. Okay, wir haben Speicherding auf jeden Fall hier. Karte haben wir. Schauen wir uns nochmal das Tape an. Oder hier den Fernseher. Mia? Überwachungskamera anscheinend. Mia! Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Hinter dem Raum da. Beeil dich. Furchtblut! Ethan! Was willst du, verdammt? Dich? Tot? Schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Ich glücklicher. Schau, solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, das wäre zu viel verraten, Ethan. Ich mag keine Spaßverderber. Arsch. Okay. Ich will sagen, wir nehmen uns aber jetzt wieder unser Zeug aus der Kiste raus. So, den packen wir weg. Den brauchen wir nicht mehr. So, was war das denn jetzt alles? Skorpionschlüssel brauchen wir nicht. Schatzfoto brauchen wir nicht. Spaltmittel auch nicht. Den Arm brauchen wir auf jeden Fall, denke ich mir. Kurbel. Nehmen wir jetzt auch mal mit, weil ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Warum haben wir das noch im Gepäck überhaupt? Das auf jeden Fall. Brenner nehmen wir mit. Unsere Flinte nehmen wir mit. Flintenmunition nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Brennstoff. Pistole. Haben wir keine Pistolenmunition? Hä? Scheiße, die ist komplett leer. Nehmen wir aber trotzdem mit. Dann packen wir das wieder hier rüber. Und das darüber, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Und das können wir das kombinieren? Ne, können wir nicht kombinieren. So, okay. So ist es, glaube ich, hier nichts mehr drinne. Hm, das nehmen wir mit. Okay, das können wir nicht kombinieren. Okay, und speichern ab, würde ich sagen. So. Okay. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Mich würde immer freuen. Okay, da sieht man es eh, brauchen wir die Kurbel. Freuen wir uns zum Wohnwagen kommen. Da können wir uns nämlich die blöde MG, die Magnum holen. Pistolmunition. Okay, die füllen wir auch gleich mal auf. Schon fast wieder da und wir sind bloß noch zur Hälfte aufgefüllt. Sehe ich gerade. Schlecht, schlecht. Ich komme mir. Okay, aber erstmal alles abgucken hier. Wir könnten eigentlich das Psychotikum mal nehmen. Vielleicht sehen wir ja dann irgendwie ein bisschen mehr, ob hier noch irgendwo was versteckt ist.
Irgendwelche Items. Gegner sehe ich jetzt hier keine. Also jetzt zumindest noch nicht. Aber ich glaube, dass die bestimmt noch kommen werden. Hier ist auf jeden Fall was drin. Munition. Brennstoff. Okay. Ist auch voll. Aber hier haben wir nichts weiter. Okay, das hätte ich jetzt als Psychotikum nicht gebraucht. Oder? Okay, eine Magnum-Munition. Okay, Pistolen-Munition, sehr gut. Mal die Kurbel mal ein. Kurbel einsetzen. Boah. Meine Fresse. Fuck. Okay. Ich muss den schauen, dass ich aber trotzdem mit der Pistole fertig mache, weil ich will nicht immer meine Magnum-Munition verballern oder meine Schrotflinten-Munition. Munition gefunden nochmal, oder? Kann das? Ich hab da nochmal Pistolenmunition gefunden. Okay. Okay. Jetzt muss ich wirklich die nehmen hier, weil ich nämlich fast keine Schuss. Ich hab nur noch zwei Schuss jetzt. Okay, was ist das für eine komische Musik schon wieder? Oh nee, oder? Denn die aus, Mensch. Ah.
Heilmittel. Meine Fresse. So schön Munition gefunden, fast alles weggerotzt. Scheiße, ich hätte gleich reinrennen können, ne? Flammgranaten. Hier ist wieder ein Speicherpunkt auf jeden Fall. Psychotikum. Schießpulver auch zum Sauffuttern. Kraut. Oh, 10x5 Munition. Sehr nice, nice. Ich würde aber sagen. Eieieiei. Okay, scheiße, kombinieren wir das mal. Okay, dann haben wir 4. Die Magnum kann ich eh noch, habe ich eh noch keine. Das heißt, ich lege die wieder mal zurück. Und würde mir gerne so verschieben ist ein Scheiß. Okay, dann lassen wir das mal so, oder weil. Und speichern mal. Würde sagen, wir schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder auch über ein Like. Ihr wisst es ja. Würde ich mich sehr darüber freuen natürlich. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.